Auf Kerstin. Auf Kerstin. Habt ihr euch dann schon wegen der Beerdigung Gedanken gemacht? Also, als meine Oma gestorben ist, das war... Da muss, also... Da können wir jetzt nicht drüber reden. Wir das ist schon ganz schön viel. Aber wenn der Sterbende doch nichts sagt oder vorher nicht darüber spricht? Ja, aber dann machst du nachher... Also, ich würde zum Beispiel manche Leute nicht auf meiner Beerdigung haben wollen. Oder ich wüsste schon, welche Blumen ich da haben wollen würde. Zum Tod meiner Mutter. Aktive Sterbehilfe durch uns Ärzte ist in Deutschland verboten. Und ich muss mich selbstverständlich danach richten. Jedem von uns bleibt, und auch im fortgeschrittenen Stadium ihrer Mutter, eine Möglichkeit, selbstbestimmt zu sterben. Ihre Mutter müsste bewusst entscheiden, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Wie kannst du denn das wirklich machen? Das ist doch sehr brutal, oder? Aber körperlich wird das wahrscheinlich so sein wie beim Fasten, oder? Weiß nicht. Ich hab noch nie gefastet. Fasten ist auch gar nicht so gesund. Kurz hoch, Haare bürsten. Ja. Okay. Anna, wie ist der Tod? Ist nicht einfach alles vorbei? Stirbt es sich irgendwie besser oder schlechter? Hat das eine Auswirkung auf das danach, was du davor tust? Oder tut das Warten jetzt nur mehr weh? Mir tut alles weh. Dreimal der Schmerz. Auch beim Atmen. Ein bisschen bizarr. Dafür, dass du so tapfer deinem Tod entgegensiehst. Ich fürchte mich. Wieso? Kann man ihr nicht irgendwas geben, was das jetzt beendet? Das möchte Mama nicht. Sie möchte niemanden zu ihrem Mörder machen. Mother dance, dance the mother.